Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Müsste jetzt... Oh, was war das denn an die... Nee. Müsste jetzt Folge... Haben wir keine Waffen dabei? Folge 27 sein? Doch, da war doch was. Jawollo. So. Ist einer, aber wir sind, glaube ich, lieber mal leise. Ja, genau, also Folge 27. Da hinten ist einer, da ist einer. Ah, so, okay. So. Was war das für ein Geräusch? Ja. Wir müssen hier jetzt langsam mal abhauen. Der gute Vinci hat uns, ja, erwischt, wie wir Scheiße gebaut haben. Oder er denkt zumindest, dass er uns erwischt hat. Ja. Und wir haben mal wieder Probleme. Aber das kennen wir ja bereits. Was ist denn da? Spiegeln da die... Ach, das sind Strahler. Oh. So, hier ist er. So. Ja, das tut mir natürlich leid. Aber... Wenn ich hören will, muss fühlen. Und wer mir ans Bein pisst, nässt sich eventuell selber ein wenig ein. Scheiße. Oh. Junge, Junge, Junge. So. Leiche ziehen? Ach so. Ja. Ja. Ist halt nur die Frage. Wohin? Ja, gut, einfach mal hier hinter. Das sollte ja eigentlich nicht auffallen. Er macht hier halt nur ein kleines Nickerchen, ne? Joe? Du Waschbär. Ja, ich weiß, man muss nach hoch. Nach unten, glaube ich, ne? Verlass das Gebäude. Ja gut, Gebäude verlässt man am meisten. Oder am... Ach, komm schon. Scheiße. Ja, das hat ja funktioniert. Nur den einen Weg runter? Scheiße. Oder ist das da hinten auch noch im Treppenhaus? Ein Fahrstuhl. Nicht die Finger durchstecken. Warum geht... Warum... Geht denn der Fahrstuhl nicht? Das ist jetzt aber... Blöd. Oder
dann müssen wir vielleicht doch erst nach oben. Mhm. Achso. Können wir hier vielleicht irgendwo... Ey, ich habe schon ein bisschen nicht mehr gespielt. Wie kann man noch mal rennen? Ich dachte, das wäre irgendwie L1 oder so. Aber da... Ach so. Oh. Aber da macht er keine Anstalten, um mal ein bisschen schneller zu laufen. Naja. Wo? Hä? Habe ich jetzt echt nicht gesehen. Habe ich echt nicht gesehen. Der wird dann wahrscheinlich irgendwo hier sitzen. Also. Ja, 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 ja. Okay. Komm schon. Oh, die nehmen wir natürlich auch einmal mit. So. Ich weiß, ohne gucken hier durchlaufen ist vielleicht nicht sonderlich schlau, aber... Naja. Niemand hat behauptet, dass ich schlau bin. Also ich hoffe zumindest, dass es niemand behauptet hat. Hä? Warum kann ich denn so nicht zielen? Aha. Ja, 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 ja. Okay, daher kommen wir auch. Nimm das, du Arschloch! Okay. Oh! Da habe ich doch glatt eben was getroffen. Wo kommt der denn jetzt her? So. War das? Ach so. Ja, gut. Los, los, ich gebe dir Deckung. Was war das denn? Ein Franzose? Ach, da hinten. Jo. Ja, klar. So. Soweit so gut. Soweit gar nicht mal so schlecht. Hier? Du zuerst, ich gebe dir Deckung. Ja, genau. Natürlich. So, gespeichert, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Wo zum Teufel bist du hin? Hey Jungs, Barbaro will ab. Mein Name ist nicht Barbaro. Kommen wir da durch? Nein. Dann werden die netten Herren wohl da unten warten. Dort wartet bestimmt auch wieder ein netter Mann. Oder auch nicht.
Aber da eventuell. Auch nicht. Achso. Wie gefällt dir das? Na los! Hä? Wer hat denn... Wer hat denn da jetzt geschossen? Also... Vito, komm her. Hier sollte es rausgehen. Da brennt... Ach so. An. Geh dich deinen Arsch hier rüber, Vito. Oh, Ach, das ist so. Ja gut, ich war jetzt bei Munition. Wie ist der denn jetzt da drüber gekommen? Ach so. Gibt's doch gar nicht. Und das war ein Magazin. Das werde ich gleich rausschneiden. Später, irgendwann. Folge 28 ist das hier schon, ne? Jetzt mal ehrlich, komm ich... Ach so. Ja, merkst du? Ja. Stimmt ja nicht mit euch. Das war die Shotgun. Das ist das MG. So. Genau, lauf du mal. Nee, das ist... Nee. Los. Alter. So. Joe, ich habe das Gefühl, du stehst im Weg. Oh! Die hat aber ordentlich Reichweite. Wo kommt das denn jetzt her? Die hat auch ordentlich Bums, Alter. Erwischt? Ich weiß es nicht. Stabiles Holz. Nicht so stabiler Hut. Gut. Mal hier noch einmal her. Gucken und ein bisschen Muni einsammeln. Komm schon. Don Spaghetti. Das war so klar, Alter. So. Das sollte es jetzt erst einmal gewesen sein. Hoffe ich. Was wird denn da jetzt so beleuchtet? Achso. Das sieht nicht nach Ausgang aus, oder? Nee. Ach da. Ja. Warte. Mal auf den wechseln. Wieder super intelligent von mir. So kennt man's. Speichern. Alter, warum sind da so viele? Okay, sind... Also die meisten sind unten. Und ich treffe einfach mal... Ja, gar nichts. Da ist einer.
Da ist einer. Da war einer. Der war. Hohoho. Da oben war noch einer. Wo ist er denn? Entschuldigung. Eine Treppe, alles klar. Da ist einer. Hallo? Sir. Selber schuld, ihr habt angefangen. Hä? Okay. Muss anscheinend runtergehen. Oh, alle? Alle. Okay. Hinten einer. Haben die sich gerade selber beschossen? Oh, komm schon, ich habe noch seine Füße getroffen. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ja. Oh. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Yeah, 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 yeah. Los. Vito, die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Oh ja, das ist natürlich besonders intelligent. Zu einem Mafia-Arzt. So, Polizei. Hallo. Moment, wie weit ist das denn? Nee. Ist ein bisschen, wa? Bitte tun Sie mir nichts! Oh nein, er bringt uns alle um! Ach, Quatsch. Scheiße. Meine Rippen. Jedes Mal, wenn ich atme. Ich glaube, Sie haben mir die Rippen gebrochen. Nur die Ruhe. Mach doch mal die Tür zu. Leg dich wieder zusammen. Danke. Ja, natürlich. Verdammt, jeder Atemzug ist wie ein Messerstich in die Brust. Sei ruhig. Hör auf zu atmen. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, Vito. Danke, dass du gekommen bist und dein Leben für mich riskiert hast. Hey, wir stecken da gemeinsam drin, wie immer. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose voll blutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich ab. Genau der richtige Zeitpunkt, um einer verdammten Komiker zu machen. Oh ja. Oh, Ausfahrt verpasst. Oh. Ja, diese super stabilen GTA-Bäume. Ach ja. Motorhaube ist wieder zu? Nein, ist nicht. Oder? So, Mr. Greco. Ich bringe einen Patienten.
Nicht, dass er jetzt auch tot ist. Hat er uns nicht schon mal behandelt? So von wegen Mittäterschaft? Entschuldigung. Mal auf. Danke. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse voll gekriegt. Und spuck. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Oh oh. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaub nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja, aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito, danke. Gern geschehen. Gute Besserung. Gut. Wir müssen nach Bruno. Zahl Bruno sein Geld zurück. 50.000 wollte er haben, ne? Plus 27. Ja, passt. Oder 55, ich weiß es nicht. Gut, aber bevor wir das machen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.